Tomira und Mislav. Danke. So und Jagden. Oh, das ist aber gar nicht mal. Aktives Ziel, aktuelle Quest und Ziele bestehen, kannst du R3 dringen, um das Ziel zu verfolgen. So, dann würde ich mal sagen, wir gehen zuerst zum Jäger. Und dann würde ich sagen, machen wir dann. Also ich fand den Typen jetzt gar nicht mehr so schlimm. Heil Herr Seer. Ja? Ach, du bist eh nicht so gesprächig. Na, warte mal. Da wird es wahrscheinlich nicht weitergehen. Oh, das ist eine schöne Brücke. Ah, das ist eine Brücke. Nett. So, da will ich mal sagen, hier runter. Zibbeli, zappeli, zibbeli, zipp. Jetzt müssen wir natürlich wohin? Die Bestie von Weißgarten. Was ist das? Die Bestie von Weißgarten. Ach, das würde natürlich mehr Sinn machen, dass wir zuerst zu der gehen, ne? Aber ich glaube, wir können nur hier hin. Ja, dann machen wir das mal so rum, ne? Dann gehen wir halt von der, von Weißgarten aus zuerst zum... Oh, jetzt wird es aber dunkel. Oh, schön. Also das Spiel ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Also optisch ein absoluter Augenschmaus. Ne? Komm her, Pferd. Komm schon. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich dem anderen seine Hilfe in Anspruch nehmen kann. Oder ob der Typ sich hier noch zu Tode säuft, ne? Ich glaube, das ist die Hütte hier. Ja, das sieht schwer danach aus. So, dann gehen wir mal Hallo sagen. Jemand zu Hause? Muss wohl auf der Jagd sein. Na gut, dann gehen wir zuerst das andere machen, ne? So ist gut. Könnt ihm natürlich noch folgen, aber das machen wir jetzt nicht. Los, lauf! Genau, sondern wir gehen jetzt zuerst mal zur Kräutertante. Und dann werden wir mal gucken, ob wir da auch ein paar andere Kräuter kriegen. Schon ein paar ganz spezielle Kräuter. Besinnungskräuter. Hier lang. Da lang. Dort lang. Und dann müsste es gleich hier das Haus sein, ne? Barbaren. Danke. Wurde mir zwar noch nie gesagt, aber... Geht's rein? Störe ich. Oh, hat die einen geilen Arsch. Gib mir den Zweizahn. Das ist die rote Blüte. Nanu, da kennt sich einer mit Kräutern aus. Das wäre wohl übertrieben.
Aber ein bisschen weiß ich. Zum Beispiel, dass Zweizahn giftig ist. In hohen Dosen. Niedrige sind schmerzstillend und bereiten schöne Träume. Und das ist alles, was ich für sie tun kann. Ich suche Kreuzdorn. Weißt du, ob in dieser Gegend welcher wächst? Mhm. Am Grund des Flusses, wo er am breitesten ist. Aber du weißt, sobald er nicht mehr im Wasser ist... Stinkt er schlimmer als ein 7 Tage alter Kadaver? Das will ich doch hoffen. Ich jage den Greif. Der Kreuzdorn ist der Köder. Es ist seltsam. Vor ein paar Jahren hatten wir Ärger mit Ertrunkenen unter der Brücke. Das ganze Dorf musste zusammenwerfen, um einen Hexer anzuheuern. Wer kann sich denn jetzt die Belohnung auf den Greifenkopf leisten? Hauptmann Peter Saar so und so. Wie schön, dass den Schwarzen an unserem Wohlergehen liegt. Saar so und so. Kaiser M. hier dürftet ihr egal sein, aber diesem Hauptmann nicht. Der kommt mir anständig vor. Es gibt keine anständigen Männer in der Armee, nur Befehle. Du bist nicht von hier, oder? In dir steckt so viel Bitterkeit. Zu viel für eine Frau, die ihr Leben in einer Hütte mitten im Nirgendwo verbracht hat. Stimmt. Und du hast es eilig. Sonst bräuchtest du keinen Köder, sondern würdest einfach warten, bis der Greif wieder zuschlägt. Ich glaube, wir könnten ein interessantes Gespräch führen. Nächstes Mal vielleicht. Ja, die hat noch einen hübschen Popo. Doch, okay, also wir müssen zum Fluss. Dann müssen wir auf dem... Oh, jetzt müssen wir schon wieder tauchen, ne? Wie ich das hasse. So, gehen wir bei der wieder mal vorbei, ne? Vielleicht lässt sich... Rufuto! Na, mein Freund, wie geht's dir? Schön von dir zu hören. Was macht der Server? Gestern wollte ich noch drauf und es ist nichts passiert. Stand vor geschlossenen Türen. War ein bisschen schade. Oh, die Richtung. Jetzt doch nochmal beim Jäger versuchen. Naja. Dann ist der ja schon wieder da, ne? Ich will ja absteigen. So. Ach, der Typ ist ja noch im Wald. Die Spur ist frisch. Mislav ist gerade weggegangen. Ja, dann folgen wir dem lieben Mislav-Mann, ne? Das nimmt mich ja wunder. Ah, hier. Hallo, Mislav. Bist du Mislav? Psst. Hörst du das? Wölfe? Nein. Wilde Hunde. Ja, gefährlicher als Wölfe. Ich bin eher Großwildjäger. Die Nilfgaarder, die der Greif getötet hat. Wo hast du sie gefunden? Ah, verstehe. Du bist ein Hexer. Der Monsterschlechter, von dem sie im Dorf reden? Mhm. Ich zeig's dir, sicher. Aber ich muss diese Köter töten, bevor sie jemanden verletzen. Kann ich dir Hilfst du mir? Falls es dir nichts ausmacht, dir an ihnen die Silberklinge stumpf zu machen. Sicher. Der Greif läuft ja nicht weg. Nein, aber die Hunde vielleicht. Seien das ist möglich. Komm. Sind diese Hunde schon länger ein Problem? Seit Anfang des Krieges. Soldaten unterwegs. Vergewaltigen Frauen. Erwürgen sie. Töten ihre Männer zum Spaß. Sogar Kühe schlachten sie. Aber Hunde? Vielleicht ein Tritt im Vorbeigehen. Nicht mehr. Und die Streuner bilden dann Rudel. Sie sind ausgehungert, nur Fell und Knochen, dazu räudig. Aber sie sterben einfach nicht, weil sie schlau sind. Schlauer als Füchse. Und
und Menschen leidenschaftlich hassen. Zu spät. Noch ein Angriff. Ich töte wirklich sehr ungern Hunde, aber... Komm schon, komm her. So, komm. Hier gibt's ein bisschen Fleisch. Warte doch, ich muss erst alles einsammeln. Renn doch nicht schon wieder weg. Oje. Dieter. Du kennst ihn? Wir haben zusammen im Herrenhaus gedient, wo jetzt die Armee der Schwarzen lagert. Er war Stallbursche, ich Jäger. Aber das war bevor... Jedenfalls ist es lange her. Es war wovor? Bevor sie mich aus dem Dorf vertrieben haben. Was hast du gemacht? Nichts. Ich bin ein Sonderling. Tut mir leid, ich möchte nicht drüber reden. Kein Problem, mein Freund. Musst du ja auch nicht. Also, kannst du mir zeigen, wo du die Nilfgaarder gefunden hast? Ja, kannst du mir, ne? Der Greif. Weißt du etwas über ihn? Oh, nicht viel. Gehört nicht zu meiner üblichen Beute. Du aber zu seiner. Schon deine Überlebensinstinkte sollten dich aufpassen lassen. Ich gehe leise durch die Wälder. Mich hört und sieht kein Greif. Na, wenn der das sagt, ne, dann wird das so sein. So. Bogen wäre auch noch cool. Könnte ich ein bisschen jagen. Ah, okay, ja. Hier war's. Einer lag dort, beim Stumpf, ohne Kopf. Ein anderer hing vom Ast, ausgeweidet. Gedärme reichten bis... Pass gut auf dich auf. Ich komme schon zurecht. Das ist nicht der erste Greif, mit dem ich zu tun habe. Wird wohl auch nicht der letzte sein. Hoffentlich hast du recht. Ja, ich habe immer jetzt recht, mein Freund. Heil. Dankeschön. So, dann wollen wir hier mal ein bisschen absuchen, ne? Die Nilfgaarder haben gefeiert. Der Greif hat sie gestört. Echt jetzt? Wo rennt denn hier was? Der Boden ist schwarz, gesättigt mit Blut. Hier, ihr Hunde. Diese Spuren sind älter und tiefer. Schwer gepanzert. Wohl Nilfgaarder. Okay. Auch noch was vergessen? Hier das Feuer, ne? Ein Lager? Ich höre doch hier irgendwo was. Echt jetzt? Alter, jetzt hör doch auf, rumzulaufen. Na also. So, das auch noch einsammeln.